Was geht ab, meine lieben Freunde? Ihr seht Raptastisch. Heute geht es um einen Journalisten, der Capital Bra auslacht. Seit Monaten ist er einer der erfolgreichsten und gefragtesten Rapper Deutschlands. Mit Berlin lebt hat Capital Bra seinen ohnehin schon gigantischen Hype noch einmal um ein Vielfaches gesteigert und stellt seinen Rekord nach dem anderen auf. Seine neue Single Melodien, die er mit Sixten-Rapperin Juju aufnahm, ist aktuell auf dem besten Weg, seine sechste Nummer 1 Single in Folge zu werden. Seinem Instagram-Account folgen so viele Menschen wie keinem anderen Rapper und seine Stories verfolgen tagtäglich mehr als 800.000 Menschen. Bei RP Online wurde ein Bericht veröffentlicht, der sich von vorne bis hinten über den Berliner Rapper lustig macht. Der Autor Sebastian Dalkowski meint, dass er den Erfolg des 23-Jährigen nicht nachvollziehen könne und doch nicht versteht, warum die Jugend den gebürtigen Russen feiert. Außerdem wirft er dem jungen Rapstar vor, viel zu weich zu sein. Am Ende macht Dalkowski sich noch einmal über die aktuellen Nummer 1-Hits von Capi lustig und bezeichnet es als Popmusik. Ich dachte auch, als Jugendlicher will man harte Rapmusik hören, aber dann höre ich mir einen Track wie Neymar oder 5 Songs in einer Nacht an und frage mich, ob dem Capital Bra die Leute Beats bauen, die auch für Mike Singer arbeiten. Kinder, ich sag's nur ungern, aber mit dieser Popmusik kann man nicht mal Tauben verjagen. Nachdem die Medien zuletzt gegen Jizzes und das JBG-Duo schossen, wird nun auch Capital Bra angegriffen. Was meint ihr zu diesem Bericht? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.